Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start, genauso wie eine Kinderrunde. Schlafanzug anziehen. Ja! Waffenbastlerei! How-to! Waffenbastlerei! Halo BR! Ein schnelles Vorinfo, was ich gerne raushauen möchte, ist, dass ich selber kein Profi bin. Und ich habe gelernt von The Frontline Trooper. Er ist ein wirklich guter Cosplayer, ein wirklich sauguter Waffenbastler. Und ich habe mir von ihm ein paar, ein, zwei Tricks mal abgeguckt und auch seine Videos einmal angeguckt und nachgeschaut. Und des Weiteren möchte ich noch als Information rausgeben, dass ich zurzeit keine Let's Plays aufnehmen kann. Weil Roxio nimmt zwar auf, aber er speichert nicht. Und die Leute von Roxio Support, die sind jetzt nicht gerade wirklich hilfreich. Und deswegen gibt es halt zurzeit keine Let's Plays. Was ich mal machen könnte, wäre halt Stream und das als Let's Play hochladen. Wenn ihr das möchtet, in die Kommentare schroten. Ansonsten bedanke ich mich erstmal jetzt für das Gelaber. Und dann fangen wir jetzt einfach an zu basteln. Holt euch Stift und Papier und schreibt euch die paar Informationen auf, die ich euch jetzt weitergeben kann. Und dann viel Spaß, würde ich sagen. Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Tja, als erstes zeigt man sich das Ganze auf ein Stück Papier, ein sehr großflächiges Papier. Man kann es natürlich auch einzeln auf DIN A4 Größe ausdrucken, also mehrere DIN A4 Blätter ausdrucken und dann halt einzeln einschneiden. Das geht auch. Ich mache es halt so, dass ich es halt immer auf einem Flipchart-Poster aufzeichne und das halt dementsprechend ausschneide dann jedes Mal. Und wenn man halt also die Grundumrisse aufgemalt hat, dann hat man die Möglichkeit, die Einzelheiten einzumalen. Dann legt man das ganze Stück auf eine Styrodurplatte und schneidet mit einem Cuttermesser die Umrandungen aus, damit ihr halt nicht die ganze Zeit das Stück Papier auf der Styrodurplatte liegen haben müsst. Das macht ihr einmal komplett um die ganze Waffe drumherum, auch den Teil, den man ausschneiden muss. Und wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr es abnehmen und dann habt ihr die ganze Umrandung halt da drauf. Wenn nicht, am besten nochmal ein bisschen nachschneiden dann. Das Ganze macht ihr mit einem Cuttermesser und falls das Cuttermesser nicht mehr vernünftig schneiden sollte, gibt es hier einen Trick 17 sozusagen, den ich hier auch verwende. Und zwar einfach Silikon auf die Klinge sprühen und schon flutscht das Messer durch wie Butter. Benutze ich sehr oft, dann muss ich nicht jedes Mal das Cuttermesser wechseln, weil es dann so schnell stumpf ist. Das macht man einmal komplett drumherum, bis die ganzen Einzelheiten ausgeschnitten sind. Und ich könnte natürlich auch sagen, ich mache das auch alles mit einem Cuttermesser. Ich mache das mit zwei verschiedenen Cuttermessern, einmal mit einem dicken und einmal mit einem dünnen. Solche großen Bocken mache ich meistens immer mit dem dicken. Aber ich benutze halt nicht nur ein Cuttermesser, ich benutze auch was anderes. Und zwar dieses Maschinchen hier. weil ich einfach absoluter Noob bin, weil ich das nie gerade geschnitten kriege. Aber lasst euch davon bitte nicht beirren. Das heißt nicht, dass ihr so schlecht seid wie ich. Ihr kriegt das wahrscheinlich tausendmal besser hin als ich. Und man kann auch eine Stichsäge verwenden. Das geht auch. Und mit dieser Maschine bin ich halt wesentlich sauberer, also wesentlich gerader am Schneiden. Wenn man die grobe Umrisse hat, oder den groben Umriss, dann kann man einfach wieder die Zeichnung drauflegen, auf einer anderen Platte und dann die Einzelheiten ausschneiden und das dann draufkleben halt. Und das macht man halt nach und nach immer weiter, man schneidet ein bisschen was ein. Und hier machen wir jetzt den Lauf, der Lauf muss ja ein bisschen runder sein, deswegen schneide ich hier die Ecken ab. Die Ecken werden abgeschnitten und dann lässt sich das wesentlich schöner bearbeiten. Man kann natürlich auch noch, wenn es ein bisschen einfacher ist, vor allem kann man sich sagen, okay, pass auf, ich schneide jetzt hier diese Kanten auch nochmal ab, dann wird das noch ein bisschen runder. Das geht auch. Aber wenn man halt meint, okay, das reicht mir so, dann kann man ein Stück Schleifpapier nehmen, ein sehr grobes Schleifpapier nehmen, einmal komplett drumherum ein bisschen bearbeiten und gucken, okay, sieht das so in Ordnung aus, ist das so okay? Ja, passt schon. Und dann kann man ein feineres Stück nehmen und das nochmal drumherum gehen, damit man halt die Risse, die man mit dem Groben gemacht hat, tuschieren kann. Und schon sieht das Ganze ein bisschen hübscher aus. Ich habe es jetzt mal hier einfach so gelassen, damit man halt das im Video jetzt so sieht. Das mache ich auf jeden Fall noch ein bisschen hübscher. Und man steckt es halt in die Ecke, passt es da, wo es hin soll. Und wenn es passt, jo. Dann packt man sich die Heißklebepistole
nie zu viel auftragen, weil sonst kann es halt sein, dass es halt von der Platte absteht, was halt einen sehr hässlichen Effekt hat, weil ihr halt eine riesen Lücke halt da drin habt. Einfach da auf die gewünschte Position stellen und kleben, gut festhalten. Man braucht nicht lange festhalten, das ist wirklich innerhalb von ein paar Sekunden ist es feste und trocken. Innerhalb von einer Minute ist es eigentlich nicht mehr abmachbar, außer halt mit einem Cuttermesser. Und wenn alles so zufrieden ist, dann ist man eigentlich auch schon fertig mit der Waffe. Tja, meine Chicos und Chicas, und so einfach ist es, eine Waffe aus Styrodur herzustellen. Klingt ein bisschen schwieriger als es ist, aber mit ein bisschen Übung kann man auch sowas hier, sowas werden. Das kennt ihr ja bereits schon, mit dem Laserpointer und dem Licht. Kann dann später mal das hier werden. Eine etwas wesentlich detailgetreuere BR. Ein bisschen weiter weg. Wenn man sich nach und nach ein bisschen Mühe gibt, immer wieder ein bisschen mehr selber versucht, ein bisschen rumexperimentiert, wenn man jetzt sieht, an dieser Waffe hier, ist eine 30 mm dicke, und da habe ich halt in der Hälfte durchgeschnitten, also sprich, das aufgeklebte ist 1,5 mm dick. Wenn man das jetzt so anguckt, sieht das schon irgendwie ein bisschen merkwürdiger aus, als wenn man einfach mal versucht, mal neue Wege ausprobiert. Jetzt habe ich eine 40 mm genommen und halt im Endeffekt dünner geschnitten und draufgeklebt. Was ich bei meiner ersten auch versucht habe, aber oh, das sieht ein bisschen beschissen aus. Und ja, jetzt sieht das im Endeffekt schon mal ein bisschen besser aus. In jedweder Hinsicht, würde ich jetzt sagen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schroten, wenn ihr ein paar Halo 4, Halo 5, was machst du denn da? Halo 5, lass Halo 4 in Ruhe. Seid beide scheiße. Jetzt muss dieses wunderschöne, Schmuckstück hier an dieser Stelle, das sieht schief aus, aus dem einfachen Grund, weil es hier schief geschnitten wurde und dann hier wieder gerade. Also ihr seht, ich kann es selber noch nicht perfekt, ich kann es selber noch nicht wirklich gut. Des Weiteren habe ich einen Fehler gemacht an dieser Stelle. Einmal hier unten abgeschnitten und hier oben. Ich hätte es nur hier oben abschneiden müssen. Habe ich leider auch versaut. Also wie gesagt, ich kann selber noch viel lernen. Ich muss selber noch achten, was ich eigentlich wirklich mache. Und genauer schneiden und sowas. Ich habe jetzt selber währenddessen wieder eine Technik gefunden, wie ich sagen kann, oh, so kriege ich das wesentlich sauber rausgeschnitten und sowas. Und ja, wie gesagt, das ist dabei rumgekommen. Und ich kann mit Stolz sagen, es klebt sogar mein Blut dran. Weil ich mich ordentlich geschnitten habe. Und wie gesagt, man muss rumexperimentieren, ausprobieren, was einem liegt und was einem wirklich Spaß macht. Das Anmalen brauche ich euch gar nicht großartig zu zeigen. Das benutzt man einfach Tapetenfarbe, weil ich selber nicht wirklich gut kann. Und dann kann halt, wie gesagt, sowas dabei raus entstehen. Und ich muss sagen, ich bin relativ stolz darauf wieder. Also ich habe mich selber mal wieder übertroffen, um es einfach mal mich selber zu loben. Und wie gesagt, das habe ich nicht von heute auf morgen gelernt. Ihr habt meine drei Stufen gesehen, die ich dadurch entwickelt habe. Und die andere Stufe habt ihr auch schon mal gesehen in einem anderen Video. Und könnt ihr gerne mal noch angucken, das, wo ich die Waffen vorgestellt habe, wo ich die neue Waffe hier gezeigt habe. Da war die hier neu und die andere habe ich gezeigt. Da könnt ihr mal sehen, wie meine zweite BR eigentlich ausgesehen hat. Und das ist meine dritte BR. Und hier haben wir jetzt halt, wie gesagt, meine vierte BR. Und das nächste Mal steht wieder eine Halo AR an, die will ich demnächst wieder auch noch machen und wahrscheinlich mit der gleichen Technik, wenn nicht sogar ein bisschen anders mal ausgedacht, und zwar die Halo 4, Halo Reach Variante, und zwar aus einer einzigen Platte ausgeschnitten. Das wäre die nächste Herausforderung, die ich mir stelle. Ihr stellt euch am besten jetzt auch eine Herausforderung und fangt sofort an zu bauen. Ich bedanke mich bis dahin fürs Zusehen. Wenn ihr irgend so etwas habt schon, wenn ihr sogar schon angefangen habt zu bauen oder andere Cosplays habt, würde ich mich so tierisch freuen, wenn ihr das bei Facebook mal posten würdet und das mal Feather Game Seite. Oder einfach auf, oder mir einfach verlinkt, oder die Facebook-Seite einfach verlinkt, damit ihr das sehen kann. Ich würde mich tierisch freuen, eure Waffen und sowas mal zu sehen. Wäre mega cool, weil es gibt noch tausendmal bessere Leute da draußen. Und bevor ich weiter rumlabere, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Wie immer, schon alles in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns auf dem nächsten Mal online. Ciao! Ist sie nicht wunderschön? Die ist so cool. Oh, ich bin so verliebt.